Hallo zusammen, in meinem letzten Video haben wir uns mit Kohle- und Wasserkraftwerken beschäftigt und jetzt schauen wir uns noch weitere Formen der Energiebereitstellung in Kroatien an. So, jetzt seht ihr hinter mir Photovoltaikanlagen, sogar welche, die sich nach der Sonne nach ausrichten. Außerdem gibt es hier auch viele Photovoltaikfelder, die man oft sieht, wenn man auf dem Land rumfährt. Was aber auch auffällt, ist, dass hier eher wenige Privathäuser Photovoltaikanlagen auf den Dächern haben, also auf jeden Fall im Vergleich zu Deutschland. Es liegt vor allem daran, dass die Regierung das noch nicht so fördert für Privathaushalte, sondern eher für öffentliche Gebäude. Die 2500 Sonnenstunden im Jahr sollen aber weiter genutzt werden. Zum Beispiel der Konzern HEP in Kroatien will bis 2030 350 Megawatt Photovoltaikkapazität aufbauen hier. Außerdem gibt es auch noch die Kapazität des Windes in den Küstenregionen. Da gibt es zum Beispiel den bekannten Wind Bora. Und auch da will Kroatien bis 2030 stark Windkraftwerke ausbauen. Und das stellt damit auch die zweitgrößte Energiequelle in Kroatien dar. Zu anderen Energieformen, wie zum Beispiel Heizöl, will Kroatien bis 2026 komplett aussteigen. Gas bezieht Kroatien bisher aus Nordafrika, Katar und USA. Und zu 15% bekommen sie auch noch Strom aus einem Atomkraftwerk in Slowenien. Das ist durch die Jugoslawienzeiten, gehört es zur einen Hälfte Slowenien und zur anderen Hälfte Kroatien. Und das soll auch noch weiterhin bis 2043 betrieben werden. So, das war's zum Thema. Energiebereitstellung in Kroatien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.